Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir eine Serie aus, die schon länger etwas bei mir im Schrank steht. Die habe ich mir bei einer Amazon-Aktion geholt, bei Serien. Ja, und heute packen wir die aus. Ich habe es leider nicht geschafft vorher, weil immer Anime-Unboxings dazwischen kamen oder Spiel-Unboxing. Und ich mache so Serien-Film-Unboxing immer irgendwann dazwischen. Ja, aber heute habe ich mir die Zeit genommen und dachte mir, ey, die will ich schon mal komplett gucken. Ich hatte diese Serie schon mal in der ersten Season damals auf dieser DVD gekauft aus England. Die ist aber komplett in Deutsch. Nur leider kam nie die zweite bei uns in Deutsch raus, beziehungsweise ich glaube, die zweite kam auch nie in England raus, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich glaube, die war auch dann nicht Deutsch. Und dank Turbine ist vor einigen Jahren die komplette Serie auf dieser schönen Box erschienen. Erst, glaube ich, in zwei Volumen, aber dann nochmal in dieser schönen Komplettbox auf DVD und Blu-ray. Ich habe hier die DVD-Fassung und das ist die Serie The Real Ghostbusters, die ich damals sehr, sehr gerne geguckt habe. Erst damals auf VHS aus der Videothek, da haben meine Eltern ihn mitgebracht. Ich kann mich noch erinnern, da war das der Film und eine Folge mit diesem Baseballspiel mit den Geistern. Und dann halb auf Pro7 geguckt, wo damals Pro7 abends noch ein Cartoon-Programm hatte. Und auch am Wochenende lief das, glaube ich, auf Pro7. Ja, hier haben wir diesmal die komplette Serie. Das hat 12 Jahren freigegeben. Gibt es, wie gesagt, auf DVD und Blu-ray. Bonus haben wir deutsche Videosynchron für 20 Folgen. Es gab da wohl unterschiedliche Synchronen. Fassung ist mir damals nie aufgefallen. Umfangreiches Booklet, Postkarten und Sticker. Die komplette Spin-Off-Serie Slimer. 13 Folgen. Ich glaube, die lief auch auf Pro7, habe ich die damals gesehen. Ja, Bildformat ist 4:3 oder 1,33,1. Ist halt eine alte Serie, aber eine alte Serie mit Charme. Dann Sprachentonformat haben wir Deutsch und Englisch 2.0. Laufzeit sind über 51 Stunden, 134 mal 23 Minuten und plus 13 Slimer-Folgen, 13 mal 23 Minuten. Ja, Region ist halt Deutschpal. Ja, gucken wir uns das mal an. Ich habe noch zwei Serien hier, die ich euch zeigen will. Eine liegt auch schon gute zwei Wochen bei mir, die andere ein paar Tage. Die eine ist noch, sollte jeder kennen, hat was mit einem Schuhverkäufer zu tun. Die andere Serie ist was älter, die ist eigentlich aus der Zeit von meinen Eltern, wo die jugendlich waren. Und ich fand die früher auch immer doof, wo ich die gesehen habe. Aber seit ich die Serie morgens auf einem Kanal gesehen habe, mit einem bunten Ball, aber es ist nicht der Hauptkanal, sondern der hat noch Gold im Namen, habe ich mir immer vor der Arbeit die Folgen angeguckt und ich finde die heute sehr, sehr gut. So, dann haben wir einmal den Schuhmann, der ist jetzt nicht so dick. Und dann haben wir hier diese Plastikhüllen, Box Nummer 1. Wäre halt schöner gewesen, wenn diese auch aus Pappe waren. Ich glaube, bei den Einzelnen war das so. Hier haben wir einmal Peter, Ray, Igor und Vincent und Slimer. So. War ein bisschen schade, dass hier keine Halterung drin ist für die Sachen. Aber die DVDs haben jeder ein eigenes Bild, das finde ich sehr schick. Ich hoffe, ich kriege es auch ohne Probleme raus. Kann man die auch noch eintreten? Ja. Duftet aber auch sehr schön. So neu. Was für ein schöner Duft. Ja, wir hatten auch damals Spielzeug von Ghostbuster. Diese Figuren dann da unten auf die Beine gedrückt, das haben die ihre Köpfe den Mund so aufgemacht. Oh, und Slime hatten wir und das Haus, diese Station hatten wir. Dann haben wir einmal Sticker. Sind das mehrere? Tatsache. Das waren zwei Sticker, glaube ich, ne? Oh, riechen die gut. Es riecht wie so im Schuhladen, diese neuen Schuhe. Dann haben wir die Postkarte. Und ja, Ghostbuster-mäßig habe ich ein paar Spiele schon gespielt. Damals auf dem C64. Das war nicht so gut. Oh, mein Booklet ist leider was geknickt. Das geht. Ärgert mich ein bisschen. Bin da jetzt nicht so. Und dann habe ich auf dem PlayStation 2 Ghostbuster gespielt. Diese Cartoon-Umfassung. Die war okay. Und dann natürlich das für die PS3 und Xbox 360. Das für die Xbox 360 habe ich übrigens vor ein, zwei Monaten nochmal gespielt auf der Xbox. Und das kommt ja, glaube ich, im September oder November nochmal als CD-Remaster für die PS4, Xbox One und Switch. Und das werde ich mir dann nochmal kaufen. Ist alles so schöner. Ist ein sehr gutes Spiel. Basiert aber auf die Filme und... Ja, ach ja, hier, die Sticker-Alben, die hatten wir damals auch. Hier, Fanartikel ist das. Ach so, hier sind nur... Ach, hier sind mehrere Sachen. Und deutsche Synchro... Animation, alles in Deutsch, sehr lobenswert. Das Ganze kommt von Turbine. Und wenn ihr das sehen solltet, ich bezweifle es, aber wenn, habt ihr gute Arbeit gemacht. Ich möchte mal auch von euch, da bin ich durch einen Zuschauer auf die Serie gekommen. Ich kenne die Serie zwar von Namen, ich habe die aber nie wirklich verfolgt, ich habe mal einen Trailer mal angesehen. Ausgerechnet Alaska. Das ist echt eine Serie, die spricht mich voll an. Ich habe mir den Trailer angesehen. Dann haben wir die Box 2. Und das ist mein Humor, also... Hier haben wir dann nochmal auch die Daten, Bildformat, 21 Stunden, 56 mal 23, habe ich das eben alles noch? Nee, habe ich nicht vorgelesen. Aber bei der Box haben wir dann 21 Stunden, 56 mal 23 plus 13 Slimer-Folgen, 13 mal 23.
Da habe ich mir einen Trailer angeguckt, kommt auch von Turbine. Es hat doch ein Wendecover, sehe ich gerade. Also beide haben Wendecover. Das ist sehr gut. Und ausgerechnet Alaska werde ich mir auch mal kaufen. Ist auch eine Serie, die mich anspricht, was ich da gesehen habe. Habe ich das eigentlich richtig gezeigt? So, hier sind die Slimer. Da haben wir hier Peter und Ray. Es gab ja noch andere Ghostbusters-Serien, dieses alte mit den Affen, das war jetzt nicht so meins. Und dann gab es halt nochmal so eine neuere, so cooler war das alles. Die war okay, die Serie, fand ich. Nicht so gut wie die Serie, aber okay. Ich mag die Re-Serie übrigens, also diese Zeichentrickserie, auch lieber als die Filme, muss ich sagen, schon als Kind. Und ich mag natürlich den Song aus dem Intro. Dann haben wir wieder zwei Sticker. Eine Postkarte. Die hatte ich ja auch gemacht. Ja, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Die war doch in Ego verliebt. Oh, wie heißt die nochmal? Komm nicht mehr auf den Namen. Aber die war ja vorher so ein Bauerblümchen und dann auch in der Staffel wurde sie sexier, sagt man das so. Und dann das zweite Booklet. Einleitung. Um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht mehr, wie Ghostbuster die Serie hier geendet ist. Das ist so. Oh, ist mir das Booklet aus der Hand gefallen. Genau so ist es geendet. Schon sehr lange her. Ich hatte auch die Hörspielkassetten. Alle. Und ich kann mich noch an eine erinnern. Die habe ich mal auf dem Flohmarkt vor vielen, vielen Jahren gekauft. Und ich höre da rein. Und auf einmal hörst du da so einen Jungen, der da aufgenommen hat, der seinen Hund Timmy holt. War schon lustig, habe ich mir nachher nochmal neu geholt. Ich habe die jahrelang gesammelt, mit einem Kumpel aus der Schule getauscht. Das war noch in meiner Schulzeit. Und die Hörspielkassetten habe ich meinem Bruder überlassen, weil ich höre so keine Hörspiele mehr, also ich kaufe mir keine Kassetten mehr, aber mein Bruder sammelt Hörspielkassetten und ich habe denen alles, was ich hatte, Transformer, Ghostbusters, wo ich es liebe, habe ich ihnen gegeben, weil ich weiß, das ist in guten Händen da und wenn ich will, können sie mir auch ausleihen. Und deswegen habe ich ihnen die Hörspiele überlassen. Ich habe auch sehr gerne die Bibi Blocksberg gesammelt. Ich hatte Folge 1 bis ungefähr Folge 52, 53, kann auch 55 gewesen sein, aber die mit den schönen Cover, nicht die mit dem Cover, was so komisch aussah. Aber habe ich auch. Die habe ich meiner Schwester damals verkauft, wo sie ihre Tochter bekommen hat. Aber das ist auch schon wieder so lange her. Aber man redet immer so und denkt, das ist nicht so lange her. Und dabei ist es schon Ewigkeiten her. Naja, die Zeit vergeht halb schnell. Meine kleine Nichte, die ist heute 19. Und ich rede, ist so lange her. Über 19 Jahre ist das schon her. Ja, das war mein Unboxing auf jeden Fall zu Real Ghostbusters. Eine tolle Serie, wie ich finde. Neben Mass, vor allem neben Transformers, auch meine absolute Lieblingsserie ist. Und Dino Riders. Alter, meine liebsten Zeichentrickserien. Das war's von mir. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ihr eure Kommentare habt, wir werden sehr freuen. Könnt mir ja gerne schreiben, wie euer Lieblingscharakter war. Meiner war übrigens Peter. Und wie ihr die Serie gefunden habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin jetzt weg, wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald, euer Garatrons. Ciao.